Licht, Kamera. Hey Leute und willkommen zum The Sims 4 Let's Build. Ich bin Selina und das hier ist nicht nur wieder ein neues Let's Build, sondern eine neue Reihe und die auch noch in Speedbuild. Ja, ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, ob ich Speedbuild machen soll oder nicht. Aber dazu komme ich gleich. Erstmal, wir sind hier auf dem Grundstück in New Crest und bauen ein Schwimmbad. Habt ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Und ja, das Schwimmbad, das wird auf jeden Fall richtig groß. Das kann man hier jetzt schwer sehen, weil, ja, wenn da keine Möbel drin stehen, dann sieht das immer so klein aus, finde ich. Und dann kann es gar nicht groß genug sein. Und wenn dann die Möbel reinkommen, denkt man so, scheiße. Hätte es mal ein bisschen kleiner gemacht. Auf jeden Fall natürlich große Deckenhöhe, das ist sowieso klar, weil alle Schwimmbäder haben eigentlich eine große Decke. Ja, und da habe ich eigentlich dann schon Türen ausgesucht. Da wollte ich eigentlich eine in der größten Größe holen. Sah aber nicht so gut aus. Ja, deswegen ist jetzt diese hier geworden. Ja, genau. Da fangen wir auch schon an mit der Raumaufteilung. Der Grund, warum ich Speedbuild gemacht habe, ist, ich habe zuerst, dieses Video normal aufgenommen und dachte mir dann, ja, das wird eine ganz normale Reihe, ein ganz normales Bauprojekt, wie sonst auch. Und ich weiß nicht. Es war nicht so, wie ich wollte. Es war ganz und gar nicht so, wie ich wollte. Das hat alles viel zu lange gedauert, weil ein Schwimmbad, das ist jetzt schon eine größere Reihe. Das kann man nicht so aufteilen wie ein Haus, ein Wohnzimmer, Bad, Küche und so weiter. Deswegen ist das hier ein Speedbuild und ich habe schon mal ein Speedbuild gemacht zum Schloss. Das ist halt nicht ganz fertig geworden aus bestimmten Gründen. Verlinke ich euch natürlich nochmal unten. Und ja, generell nochmal zum Schwimmbad. Ich habe mir überlegt, welches Thema ich das Schwimmbad widmen kann. Weil zum Beispiel, wer Jungle Dream kennt, das Haus bzw. die Baureihe, das ist wirklich eine ganze Baureihe nur im Dschungelstil. Und das ist so mega cool geworden. Also meiner Meinung nach ist es eines der coolsten Bauprojekte, die ich jemals gemacht habe. Verlinke ich euch natürlich auch unten und am Ende nochmal. Und da sind wir jetzt gerade bei einem riesengroßen Problem. Ich wollte einen Kinderpool hinbauen und dachte mir, das darf ja nicht so tief sein. Also machst du da einfach mal einen Brunnen hin. Und habe mich hier die ganze Zeit beim Aufziehen gewundert, warum das nicht funktioniert. Und das hier ist jetzt Speedbuild und es dauert trotzdem ewig, bis ich ja den Brunnen habe. Das heißt, in Echtzeit, es hat so lange gedauert. Und da war auch mein Entschluss fest, es wird Speedbuild. Ich kann das so nicht lange da stehen lassen. Ja, da habe ich nochmal versucht und dann stand da irgendwas, dass ich das ja nicht auf Objekten platzieren kann, was weiß ich. Also habe ich es nochmal versucht und es hat irgendwie immer noch nicht hingehauen. Ah doch, jetzt hat es hingehauen. Warum hat es jetzt hingehauen? Achso, nee, das ist ja gerade ein Pool. Genau, das ist Pool-Modus. Ich dachte gerade schon, ich weiß nicht mal mehr selbst, was ich in meiner eigenen Reihe gebaut habe. Aber cool. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich ziehe einfach einen Raum auf. Das ist nämlich übrigens jetzt auch gerade mein Tipp an euch. Ich bin nicht am Anfang auch nicht wirklich drauf gekommen. Normal wende ich diesen Trick immer an. Und da habe ich schon einen Fehler gemacht. Ich habe die Wände weggemacht. Das darf man natürlich nicht. Die müssen bleiben und dann den Boden entfernen und erst dann die Wände wieder wegmachen. Weil dann ist quasi gar kein... da ist nichts unter dem Brunnen. Also kein Objekt und somit auch kein Fundament. Und dann lasst es sich einfach aufziehen. Da habe ich jetzt zwar keine besondere Form drin, aber das ist auch wirklich gar nicht schlimm gerade. Und ja, natürlich ein paar Wasserspiel... wie heißt nochmal Wasser? Die Wasserdüsen. Ja, genau. Die meine ich. Habe ich da einfach mal ein bisschen platziert und... Ja, ich wollte halt, dass es mehr nach Kind aussieht. Ich habe nur irgendwie nicht so das Richtige am Anfang gefunden. Ein paar Wasserfälle einfach, damit die Kinder vielleicht noch ein bisschen spielen können. Und natürlich der Move Objects Cheat wieder aktivieren. Ist doch klar. Ich kann eigentlich gar nicht ohne diesen Cheat. Deswegen natürlich hier ein paar Wasserfälle. Und da habe ich auch gemerkt, es passt nicht ganz so für meine Aufteilung.
hin. Ja, deswegen habe ich es so gemacht. Und dann sind nämlich solche helleren Streifen drin. Und mich hat es auch gar nicht so gestört. Ich fand es sogar ziemlich schön. Und jetzt fällt mir ein, ich wollte noch irgendwas erzählen. Ach so, genau. Gestern ist ja kein Video online gekommen. Normal kommt wirklich jeden Samstag ein Video online. Und es tut mir so unfassbar leid. Ich hatte das Video schon. Wirklich, ich hatte es. Ich kommentiere das hier jetzt im Nachhinein. Das heißt, heute ist Sonntag. Das heißt, genau 1-2 Stündchen, bevor das Video online kommt und ihr es seht, sitze ich hier und kommentiere mein Video, weil ich hätte es eigentlich schon früher kommentiert, war dann in diesem Sphere drin, beziehungsweise erst in Origin und dann war da ein riesengroßer Fehler. Ich konnte nicht auf mein Spiel zugreifen. Da stand dann direkt ein Preis. Also wie als hätte ich das noch nie gekauft. Alles war weg. Ich hatte keinen Plan, was ich machen soll. Ich war so verzweifelt. Da habe ich den Computer nochmal runtergefahren und nochmal neu gestartet. Und das mehrmals. Ich glaube, ich habe das 3 oder 4 Mal gemacht. Ich war echt verzweifelt. Und nichts hat geholfen. Und ich dachte so, oh, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich muss doch irgendwie meine Videos drehen. Und ja, Moral von der Geschichte, lass dich aus der Ruhe bringen, nicht. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Nee, aber ich habe wirklich das so oft versucht runterzuladen, wieder hochzumachen und ja, es hat wirklich nicht funktioniert. Der Fehler wurde nicht behoben. Und ich bin auf die Idee gekommen, dass vielleicht nicht einfach nur an mir liegt und vielleicht auch nicht daran, dass ich mir einen Tag vorher Mods runtergeladen habe. Und da hat noch gestanden in einem Kommentar, ich habe mir noch nie Mods runtergeladen, weil die Sims 4 gelöscht worden ist. Ich habe nicht drauf gehört, ich habe es trotzdem gemacht, hatte dann natürlich einen großen Schock, weil ich dachte, es wurde wirklich gelöscht. Aber war es ja nicht. Ja, von daher... Also ich habe die Mods noch nicht ausprobiert, werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Und ich bin auch froh, dass im Endeffekt es wirklich nur ein Fehler von Origin war und dass sich nichts gelöscht hat, kein Spiel, gar nichts. Das war wirklich ein Schock. Was ich hier übrigens auch gerade seht, ich wollte so ein Nichtschwimmerbecken machen. Also das eine, dass er wirklich zum großen Schwimmen... zum Bahnenschwimmen vor allem neben dem Kinderbecken. Aber hier wollte ich einfach nochmal eins machen, wo man vielleicht auch ein bisschen spielen kann. Und ja, mit diesen Lichtstreifen an der Wand fand ich das dann doch eine ganz schöne Idee. Weil ein Pool, ohne dass irgendwas an der Wand oder am Boden ist, kann man machen. Finde ich aber persönlich gerade für ein Schwimmbad nicht so geeignet. Also mir gefällt es einfach besser, wenn es im oder auf dem Boden vom Pool einfach ein bisschen verspielter ist. So, genau. Und hier dachte ich mir, ey, es ist ein Schwimmbad. Da kann man ruhig mal reinschauen. Und zwar viel reinschauen. Ich würde ja normalerweise in einem Haus niemals so viele Fenster machen. Aber hier fand ich das sogar ganz cool, muss ich sagen. Genau, ich habe es aber nicht komplett drumherum gemacht. Also die Seite, die ihr eben gesehen habt, war auch die letzte Seite. Doch nicht. Jetzt ist aber die letzte Seite. Und ja, das war es soweit. Erstmal mit den großen Fenstern an den Seiten, wo es wirklich offen ist. Ich habe mich jetzt vor allem, weil da auch links die Umkleiden reinkamen und die Duschen, habe ich mich eher für die kleinen Fenstervariante entschieden. Und zwar diese hier, die ihr gerade seht. Und ich wollte hier am Anfang wirklich nur diese Ecke machen. Aber... das sah mir dann noch so leer aus. Und deswegen habe ich es einfach mal im kompletten Raum platziert, weil es mir dann doch schon sehr gut gefallen hat. Und hier natürlich, das Licht ist wieder reingeschienen. Echt ärgerlich. Aber da einfach ein, eine Fundamentplatte drauf platzieren. Und dann habt ihr eure Decke quasi wieder. Weil oben, und das wird auch so cool. Ich freue mich schon richtig, wenn ich oben alles einrichten kann. Und zwar mit Ab an die Arbeit habt ihr ja bestimmte Theken, womit man zum Beispiel auch, ja, man kann eben einen Laden eröffnen. Und ich dachte mir, oben kommt dann einfach noch so ein kleines Café rein. Und ja, ihr seht hier jetzt auch, dass ich den Zaun platziere, weil
Dieses Café hat nämlich auch einen kleinen Außenbereich. Das heißt, man sitzt quasi auf dem Dach des Schwimmbades, um Kaffee zu trinken, um einen Snack zu essen und was auch immer. Und ich fand das eine ganz coole Idee. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin auch mal gespannt, wie ich das umsetzen werde. Und ihr seht hier generell, also, okay, bis jetzt eigentlich noch nicht, aber wenn ihr gleich die Umkleiden und die Toiletten seht, beziehungsweise in der nächsten Folge, dann werdet ihr auch sehen, dass das komplette Schwimmbad wirklich sehr modern gehalten ist. Wie gesagt, ich wollte es ja zuerst in diesem Jungle Dream Modus, habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Ja, ich finde moderne Schwimmbäder einfach nochmal ein bisschen schöner. Aber natürlich kann ich für euch, wenn ihr das wollt, auch gerne mal nochmal so ein Jungle Dream entwerfen. Jetzt nicht unbedingt wieder das Haus, was ich schon mal gebaut habe, was ich euch übrigens mal verlinke. Nicht vergessen. Sondern ich meine auch generell nochmal solche Bauprojekte. Ich kann von mir aus noch ein Restaurant bauen in diesem Dschungelstil. Das wäre auch ziemlich cool. Oder keine Ahnung. Schreibt mir einfach gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Vor allem habe ich auch viele Challenges durchgeschaltet. Also wenn ihr noch welche kennt, die ich noch nicht gemacht habe, die ihr gerne noch mal sehen möchtet. Oder generell auch welche, die ich schon gemacht habe, wo ihr einen zweiten Teil haben wollt. Wie zum Beispiel von der Random Genetic Challenge. Da werde ich auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen. Das war so cool. Dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich drauf. Und ja, an sich, ich passe jetzt eigentlich nur noch die Wände an. Und für heute war es dann auch schon. Also wie ihr seht, so viel ist im Schwimmbad nicht passiert. Das ist alles noch so ein ziemlicher Rohbau. Aber hätte ich da wirklich kein Speedbild draus gemacht, Leute, das wäre die Qual. Nicht mal ich hätte mir dann die Folgen angeschaut, weil es einfach so viele werden. Und ich finde, das muss auch irgendwie alles im Rahmen bleiben. Ja. Aber soweit so gut. Wir sind am Ende angekommen. Kommentiert, abonniert und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.